Limo. Ups. Nein. Mach, dass es aufhört. Das kam völlig unerwartet. Immerhin sind noch Tropfen übrig. Na los. Das ist ein Jammer. Gut, dass es noch eine Flasche gibt. Langsam. Nicht schütteln. Bitte spritz nicht los. Hey! Ich habe eine gute Idee. Ich benutze den Maissirup. Ich gebe einen Löffel Maissirup in die Limo. Das sollte reichen. Ich gebe den Deckel oben drauf, schraube ihn fest zu und schüttle die Flasche. Dann kommt sie in den Kühlschrank. Ist sie schon fertig? So spritzt sie mir nicht mehr um die Ohren. Wow, sieht das gut aus. Und es schmeckt mega. Das ist viel besser als normale Limo. Und das hat sie mir einfach nicht geglaubt. Das ist aber schlimm. Ruh dich erstmal aus. Snacks. Damit fühle ich mich gleich viel besser. Ich stibitz mir schnell was, bevor Mom was sieht. Ahem, das glaube ich nicht. Auf keinen Fall. Das ist viel zu viel Zucker. Mom, komm schon. Ich habe Hunger. Ich habe Nein gesagt und dabei bleibt es. Du spinnst doch. Wenn du so hungrig bist, dann isst doch was Gesundes. Haferschleim, wirklich? Oh mein Gott, ich komme zu spät. Schnell noch Make-up prüfen. Okay, hab einen schönen Tag. Bis später. Bye. Oh Mom, dein Make-up. Moment mal, das bringt mich doch auf eine Idee. Ich hole das ganze Make-up aus der Palette. Und jetzt kommen die Gummibärchen. Perfekt, jedes hat seinen Platz. Als nächstes kommt der Föhn. Jetzt schmelze ich die Gummibärchen. Da schmelzen sie. Sehr gut, das ist toll geworden. Da kommt sie. Ich esse noch schnell den Schokoriegel. Himmel, noch eins. Was habe ich dir gesagt? Okay, aber ich bin so hungrig, dass ich sogar Make-up esse. So lecker. Na, was hältst du davon? Oh nein! Mom! Ich werde dich sowas von besiegen. Oh Mann, wir haben kein Popcorn mehr. Bin gleich wieder da. Hier muss es doch irgendwas geben. Das gibt's doch nicht. So viel Essen. Limo und Chips und Pizza. Wow, das sind echt viele Snacks. Hey, hilfst du mir mal mit dem Essen? Aber ich bin mitten im Endkampf. Ich brauche deine Hilfe. Mir fällt sonst alles runter. Nein, jetzt fällt's. Ich wurde von Snacks erschlagen. Ich hab dir doch gesagt, dass ich Hilfe brauche. Sorry, ich helfe dir. Moment mal, ich habe eine tolle Idee. Ich bin gleich wieder da. Okay, ich habe diese Limo-Flasche. Und natürlich meine praktische Klebepistole. Aber ich brauche nur die Hitze, um ein Loch in die Kappe zu schmelzen. Yes, genauso. Sobald das abgekühlt ist, stecke ich den Strohhalm durchs Loch. Wenn das erledigt ist, kommt der nächste Schritt. Zeit für Pizza und Chips. Wow, das sieht wirklich toll aus. Hey, guck mal, was ich gemacht habe. Wow, das ist unglaublich. Ich stell das mal ab, damit wir reinhauen können. Bereit? Essen wir. So lecker. Das ist definitiv mein Lieblingsessen. Ich werde sie mit diesem leckeren Abendessen umhauen. Besonders wichtig sind die frischen Zutaten. Riecht, als wäre das Huhn fertig. Sowas von lecker. Ja, ein bisschen trockener als beabsichtigt. Es schmeckt bestimmt trotzdem gut. Ich denke, ich krieg das irgendwie hin. Warum ist der Timer nicht losgegangen?
Oh, du hast das mit Absicht gemacht, du blöder Wecker. Ich muss schnell nachdenken. Oh, ich hab's. Ich bin genial. Hallo? Ich möchte eine Bestellung aufgeben. Danke. Oh, so schnell. Vielen Dank. Oh, das riecht viel besser als meins. Ist das nicht ein Prachtstück? Und auf meinem Teller sieht es aus wie meine Kreation. Oh, mein Gast. Hier riecht's aber gut. Ah, oh, für mich? Den habe ich selbst gemacht. Ist heiß, pass auf. Ja, ein bisschen kleckrig, ja? Das kannst du aber laut sagen. Ich denke, ich habe genug. Aber es hat gut geschmeckt. Hey, ich zeig dir mal einen Trick. Bereit? Nimm eine Tortilla und schneide sie halb ein. Genau so. Dann leg auf jedes Viertel verschiedene Zutaten. Das können Toppings oder Gewürze sein. Falte dann jedes Viertel so. Eins nach dem anderen. Und das letzte. Perfekt. Jetzt ist es total kleckerfrei. Hier. So lecker, stimmt's? Du wirst Tortillas nie wieder anders essen. Oh, wie soll ich das denn alles schaffen? Okay, ich glaube, ich hab's jetzt verstanden. Ach Mann, blöder Stift. Ach, wem mache ich was vor? Ich weiß nicht mal, was ich tue. Naja, wenigstens ist mein Kaffee stark. Okay, konzentrier dich. Eigentlich weiß ich doch die Antwort auf diese Frage. Oh, ich kann das. Ich denke, die Antwort ist B. Kaffeenachschub. Dann kann's weitergehen. Ah. Oh, ich kann nicht mehr geradeaus gucken. Ich habe aber keine Zeit, müde zu werden. Muss die Augen offen halten. Oh, meine Arbeit. Total nass. So ein Mist. Mann, bin ich ein Tollpatsch. Zeit für Nachschub. Was ist denn hier los? Du hast Kaffee drüber verschüttet? Oh, du Armer. Ich wünschte, ich könnte dir helfen. Aber vielleicht kann ich das auch. Gib mir mal deine Tasse. Mein Chipdeckel passt genau drauf. Damit passiert dir nicht nochmal so ein Unfall. Wo war ich? Nein! Hey, nichts verschüttet. Lilly hat's echt drauf. Und er hält ihn auch warm. Ach, wenn ich dieses Problem auch noch lösen könnte. Denkst du, ein winziger Skittle ist aufregend? Dann wirst du diesen Trick lieben. Wie viele kleine Skittles braucht man wohl für einen massiven Skittle? Wir werden's herausfinden. Aber zuerst muss alles sortiert werden. Ja, warte noch, das kann eine Weile dauern. Ich frag mich, wie viele Skittles hier drin sind. Wahrscheinlich eine Million, oder? Anstatt zu zählen, lass sie uns sortieren. Oh, das dauert ja ewig. So, oh, wir sind endlich fertig. Boom. Nun, sieht aus, als ob Teil 1 fertig ist. Nächster Schritt, Sprudel. So verlieren sie alle ihre Farben. Und sie sehen nicht mal mehr wie Skittles aus. Besonders, wenn sie anfangen, in einem Topf zu schmelzen. Boah, sieh dir den ganzen klebrigen Zucker an. Können wir das ein bisschen beschleunigen? Jetzt ist es glatt wie Butter. Das bedeutet, es ist Zeit für den nächsten Schritt. Formen des Riesenbonbons. Lasst uns die Flüssigkeit wieder in einen Feststoff verwandeln. Ja, alles kommt in diese riesige Schüssel. Habt Geduld, das kann ein paar Minuten dauern. Noch nicht probieren. So, alles fertig. Jetzt lassen wir es aushärten. Boah, das wiegt eine Tonne. Oh. In der Zwischenzeit rollst du ein bisschen Teig aus. Sobald er schön flach ist, lege dein ausgehärtetes Bonbon oben drauf. Oh. Das wird ein ganz schönes Workout. Ja, die Dinge entwickeln sich wirklich gut. Klingt für mich fertig. Leg den Teig vorsichtig über das Bonbon. Eins, zwei, drei und drehen.
Oh, ich hoffe, du hast nichts gebrochen. Aber hier sieht alles gut aus. Ich werde ihn einfach einpacken und glätten. Boah, die sind ziemlich cool, oder? Wir müssen nur den überschüssigen Teig wegschneiden. Und jetzt noch ein bisschen Farbe. Ich hoffe, die Farbe in der Dose reicht aus. Oh, das sieht gut aus. Schön. Und für den letzten Schritt, das S der ikonischen Skittles. Perfekt. Mission Riesenskittle abgeschlossen. Ich roll zu dir. Wow. Oh, der ist wirklich wunderschön, stimmt's? Und er ist komplett dreidimensional. Sollen wir noch eine andere Farbe machen? Na, vielleicht nachdem wir ein paar Bilder gemacht haben. Das Hühnchen ist fertig, Leute. Puh, das nenne ich mal eine richtige Mahlzeit. Oh, die Tomaten. Ich habe vergessen, sie in den Salat zu geben. Okay. Kümmern wir uns direkt darum. Zeit, sie in Stücke zu schneiden. Hm, Thomas ist zu Hause. Yay, wir haben Chips. Stopp, stopp, stopp. Keine Chips, bis die hier geschnitten sind. Ich warte im Wohnzimmer. Oh Mama, was zum... Wie viele sind das bitte? Das wird eine Ewigkeit dauern. Wie schwer kann das Schneiden schon sein, oder? Einfach kurz in der Mitte durchschneiden. Immer weiter. Phew. Ernsthaft? Mehr habe ich noch nicht geschafft. Wie viele bleiben da noch? Das findet ja nie ein Ende. Das könnte helfen. Es ist schön flach. Probieren wir das mal. 7 Tomaten und ein Deckel. Und ein einfacher Schnitt. Solange man sie festdrückt, werden sie alle gleichzeitig halbiert. Ha, perfekte Stücke. Das nenne ich mal zeitsparend. Alles dank eines einfachen Deckels. Und in die Schüssel mit euch. Jetzt scheint das alles ganz einfach. Und macht sogar Spaß. Fertig. Mama, ich bin fertig. Was sagst du, Schatz? Aha, diese Show ist echt lustig. Oh, ich wurde reingelegt. Wow, all das macht mich echt hungrig. Die hier könnte nicht besser aussehen. Nun, vielleicht mit Schokolade obendrauf. Komm zu Mama. Immer noch hungrig. So schokoladig. Ich bekomme einfach nicht genug davon. Das ist so lecker. Upsi, ich wisch das mal kurz ab. Ach, mir egal. Das schmeckt einfach zu gut. Hä? Die Erdbeeren sind schon leer. Ich hasse, wenn das passiert. Was läuft hier denn? Oh, ich hasse Werbung. Was ist das denn? Das war doch mit Sicherheit Emma. Oh, selbst die Tücher sind versaut. Jetzt bin ich schmutziger als zuvor. Moment mal. Ja, das hätte ich wissen müssen. Oh, ich weiß gar nicht, was ich zuerst sauber machen soll. Hi, Thomas. Lust auf Erdbeeren? Emma, stopp. Bitte. Es gibt einen einfacheren Weg. Stecke den Strohhalm durch, bis sich der Stamm löst. Jetzt hast du ein Loch, siehst du? Und nun zum besten Teil. Nimm etwas Schokolade mit der Spritze auf. Diese Menge sollte reichen. Dann ist es Zeit, alles zu injizieren. Aufgefüllt. Ganz ohne Chaos. So cool. Und so einfach. Lecker.
Das ist die perfekte Menge an Schokolade. Gern geschehen. Ein knurrender Magen meldet sich immer zur unpassendsten Zeit. Zum Beispiel während eines Deep Talks. Und auf einmal kann man nur noch ans Essen denken. Lilly, jemand zu Hause? Ich muss sofort was zu essen in den Magen bekommen. Schon besser. Aber wie kann ich gleichzeitig dippen und laufen? Komm schon. Ach, das wird nichts. Kannst du mir kurz helfen? Bitteschön. Könntest du auch dippen? Na klar. Ja, gern geschehen. Bei dem Spaziergang geht's wohl nur um Lilly. Yep, hier hast du noch einen Klecks, Prinzessin. Danke. Ups. Ich habe eine super Idee. Halt mal. Jetzt mach hier was da drauf. Und das einhändige Dippen kann beginnen. So macht man das. Willst du eine? Ach, der schöne Anblick von Fastfood und Freundschaft. Das Messer ist aber blutig. Ich kann gar nicht hinsehen. Na, hast du Hunger, Sophia? Ich brauche echt eine Ablenkung. Nee, immer noch überall Blut. Das Stück sieht lecker aus. Guck dir mal die ganze Soße an. Wie kannst du das denn essen? Ach so. Was denn? Was sind wir denn? Tiere? Auf keinen Fall. Ah, meine Haarspange. Das sollte funktionieren. Vor diesen Klauen entkommst du nicht. Lecker. So gut. Ah, was denn? Jagen dir meine befleckten Klamotten und mein beschmierter Mund etwas Angst ein? Uah. Das Hühnchenmonster! Was für ein Angsthase. Oh, habe ich was verpasst? Gut, dass ich gestern Milch gekauft habe. Ich brauche nur eine Tasse. Und jetzt mixen wir. Ein oder zwei Minuten sollten ausreichen. Mann, muss das so spritzen? Ach, lass mal lieber deine Augen zu. Ja, ich wäre überrascht, wenn da noch was in der Schüssel drin ist. Das ist wie eine Erdbeerkuchen-Gesichtsmaske. Wie konntest du mir das antun? Ich werde nie wieder backen. So, ich bin fast fertig. Hä? Ist das Bella? Was ist denn los? Ja, eigentlich sind keine Worte nötig. Wie konnte das passieren? Gib mir das. Ich glaube, ich habe eine Idee. Mit einem Schneebesen und einer Zange baust du ein Gerät für dich. Sobald die Zinken ein bisschen auseinandergezogen sind, mach Heißkleber auf die Spitzen. Achte darauf, dass es kleine Kugeln sind. Sie werden an nichts anhaften. Dann lass sie trocknen. Wische deine Tränen weg, Bella. Du bist schon feucht genug. Und, fühlst du dich schon besser? Eine Kopfmassage wird dich beruhigen. Es kitzelt ein bisschen, aber es fühlt sich gut an. Hey, das funktioniert wirklich. Erst duschen, dann umarmen. Beginne deinen Morgen immer mit deinem Lieblingsfrühstück. Für Betty sind es Cornflakes.
Ups, ein kleines Chaos. Bis morgen, Cornflakes. Haut ab, kleine Flocken. Hey, ist davon noch was für mich übrig? Ja, sah ziemlich gut aus. Komm schon. Ja. Oh, nee. Mann, das ist total inakzeptabel. Betty! Betty! Ja? Was ist denn passiert? Weißt du, wie man eine Schachtel schließt? Lass es mich dir zeigen. Nimm 3 Laschen und klapp sie nach unten. Dann verbeulst du die Seite so. Mach das auch auf der anderen Seite. Dann stecke die oberste Lasche ein. So geht das. Jetzt ist es ordentlich und sicher. Siehst du? Nichts fällt raus. Oh, okay. Das ist anders. Hier, du kannst jetzt üben. Ich muss zum Unterricht. Was immer du sagst, Bella. Oh, diese Show ist mein absoluter Favorit. Boah, ich kann nicht glauben, dass sie diesen Kerl küssen wird, obwohl sie doch einen Freund hat. Oh, ich weiß, das wird so ein Drama geben. Hey, warte, wo sind denn die ganzen Chips? Jennifer, hast du die alle aufgegessen? Halt das, damit ich die Schüssel auffüllen kann. Oh, ein Chip für mich. Was? Oh Mann, du bist wie ein Snackmonster, das sich nicht unter Kontrolle hat. Es muss hier doch irgendwo noch mehr Snacks geben. Oh ja. Boah, das ist auch leer. Was ist hier drin? Gesunde Snacks. Nee, danke. Was ist da noch? Hey, was ist denn das? Ein Stück altes Brot? Bah, eklig. Vielleicht ist ja noch was im Kühlschrank. Leere, leere, überall nur leere Regale. Käsescheiben. Boah, das ist besser als nix. Ich muss sie nur aus der Verpackung holen. Packt Annie diese Käsescheiben aus? Oh ja, das macht sie. Ich glaube, sie will sie als Snack essen. Was für ein schrecklicher Snack. Und das ist meine Schuld. Warte, Annie. Lass uns diese Käsescheiben in kleinere Stücke schneiden. Jetzt stellen wir den Teller mit den Scheibchen in die Mikrowelle. Und die Mikrowelle wird ihren Zauber machen. Was hast du denn vor? Ach, vertrau mir, das wird gut. Und sie sind fertig. Zeit für deinen leckeren Snack. Oh, wow. Die Käsescheiben haben sich in knusprige Käsechips verwandelt. Ich nehme das hier. Oh, das war kein Witz, Jennifer. Die sind toll geworden. Naja, ein Snackmonster weiß eben, wie gute Snacks gemacht werden. Oh, joink. Jetzt sind's meine Snacks. Oh ja, es ist schön kuschelig hier drunter. Der ist perfekt. Zeit zum Aufrollen. Ah, schön eng, damit er auch in meinen Rucksack passt. Und meinen Topf darf ich auch nicht vergessen. Oder das Essen. Marshmallows. Und ein paar Spieße. Und die Thermoskanne? Oh, dieser Toaster wird ein tolles Frühstück machen. Sieht so aus, als würde Jennifer einen Campingausflug machen. Ja, die versucht immer, alles mitzunehmen. Okay, jetzt ist alles gepackt. Zeit zum Aufbrechen. Boah, ist der schwer. Das wird so ein toller Trip. Jennifer, deine Sachen sind aus dem Rucksack gefallen. Ups, was hat sie denn zurückgelassen? Mann, die packt die lächerlichsten Sachen fürs Camping ein. Oh, warte, ich habe eine tolle Idee. Ich nehme einen dieser Holzspieße und einen Marshmallow. Dann schiebe ich den Marshmallow einfach drauf. Und ja, da passt ja sogar noch mehr drauf. Man muss nur ein bisschen Platz dazwischen lassen. Das sieht gut aus. 3 Marshmallows, fertig zum Rösten. Der Toaster ist angesteckt und einsatzbereit. Jetzt die Marshmallows einfach über den Toaster halten und das Rösten kann beginnen. Man muss den Spieß aber drehen, damit die Süßen nicht anbrennen. Und schon sind sie fertig. Geröstete Marshmallows ganz gemütlich zu Hause. Ich mache daraus ein Cracker-Schokolade-Marshmallow-Sandwich.
Jetzt noch vom Spieß ziehen. Hallo, du leckerer Snack. Oh, das ist so cremig und gut. Und ich habe noch zwei. Wow, dieser Film ist so gruselig. Oh, nicht zu fassen, dass ihr so einen dummen Fehler macht. Oh, sieht so aus, als hätte ich keine Chips mehr. Du hast auch keine mehr, was? Geh und hol uns noch welche. Was, ich? Warum nicht du? Ja, auf keinen Fall. Ich bleib genau hier. Hey, lass uns eine Münze werfen. Das ist fair. Okay, du willst Kopf oder Zahl und ich werfe sie. Die dreht sich ja ewig. Auf welcher Seite wird sie landen? Was zur Hölle? Soll das ein Witz sein? Wie ist das möglich? Wir müssen wohl beide gehen. Hey, eine Tüte ist groß und die andere ist klein. Die große gehört mir. Hab sie! Hier, du kannst eine kleine Tüte haben. Komm schon, du musst teilen. Zu schade, dass du so klein und so langsam bist, um dran zu kommen. Ich gehe zurück zum Film. Er ist immer so gemein. Weißt du was? Er braucht eine Abreibung. Schon wieder. Okay, ich breite diese Tortilla auf Backpapier aus und nehme dann Olivenöl. Ich brauche nicht viel. Nur so viel, um die Oberfläche zu bestreichen. Es muss aber gleichmäßig verteilt werden. Jetzt noch etwas würzen. Salz und Pfeffer sollten reichen. Perfekt. Jetzt kommt der nächste Schritt. Ab in den Ofen damit. Schau dir das an. Er wird schon knusprig. Und riecht auch gut. Er ist schön warm. Schau dir dieses Meisterwerk an. Thomas wird total neidisch sein. Hey, was habe ich vom Film verpasst? Wow, wo hast du diese riesige Tüte Chips her? Manu, jetzt sieht meine Tüte so mickrig aus. Nicht fair. Ich will auch eine riesige Tüte mit Riesenchips. Wuhu! Zeit, ein paar Süßigkeiten zu naschen. Oh, das geht jetzt aber nicht. Na kommt schon, keine Süßigkeiten vor dem Essen. Ihr kennt die Regeln. Ich nehme das. Wenn ihr einen Snack wollt, dann esst diese Granatäpfel. Im Ernst? Und dann nicht mal ein Apfel oder eine Orange? Das muss doch ein Scherz sein, oder? Ich meine, wie sollen wir die denn essen? Schau mich nicht so an. Ich habe keine Ahnung. Wie gut, dass ich diesen Hammer mit mir herumtrage. Na, was ich wirklich brauche, ist diese Säge. Ugh, was soll das? Das ist ein Job für Elektrowerkzeug. Hey, was zum Teufel machst du da? Sie bekommt den ganzen Saft und ohne die Kerne? Wie machst du das? Gib her und ich zeig's dir. Leg ihn auf die Seite und halbiere ihn dann. Da ist die ganze Frucht um die Kerne gewickelt. Du musst all diese kleinen fruchtigen Kerne rausholen. Dann kommt der einfache Teil. Hol dir eine riesige Spritze und fang an, sie zu füllen. Steck da so viele rein, wie reinpassen. Jetzt kommt der Schieber an die Reihe. Hier hast du... Du kannst es jetzt in deinen Mund drücken. Mmh, das ist so gut. Und ich muss mir keine Sorgen um die Kerne machen. Du bist genial. Oh Mann, ich habe echt Kohldampf. Ich konnte den ganzen Tag an nichts anderes denken. Aber kein Essen ist komplett ohne Ketchup. Das ist doch nicht leer, oder? Okay, gib mal her. Ups, ich bin stärker, als ich dachte. Oh, schon okay, ich kümmere mich darum. Was für eine Verschwendung. Nun, eigentlich... Das hier könnte die Antwort sein. Dieser Spender wird uns den Tag retten. Nehmt einen leeren Seifenspender und nehmt den Deckel ab. Nehmt einen Trichter und gießt das Ketchup rein. Seht ihr, wie einfach das ist? Das sollte reichen. Und schraubt den Deckel wieder drauf.
Okay, Emma, lass uns das nochmal versuchen. Wow, warum haben wir da nicht schon früher dran gedacht? Lass es uns testen. Das ist genau die richtige Menge. Du solltest ein Patent anmelden, Liz. Und jetzt kommt der beste Teil. Oh ja, das ist so gut. Hey, das kann doch nicht leer sein. Das nenne ich mal auskratzen. Das Glas ist tatsächlich leer. Ich und meine blöde Schokoladensucht. Ich liebe das Zeug. Soll das ein Witz sein? Ich habe wohl versehentlich alles aufgegessen. Mein spezieller Foodhack sollte da ganz nützlich sein. Gieß zuerst etwas Milch in das Glas. Und vermischt alles gut. Hallo, schaumige Schokomilch. Und in die Form mit euch. Wenn sie voll sind, könnt ihr die Stäbe reingeben. Und stellt das Ganze in die Gefriertruhe. Mal sehen, ob die was geworden sind. So gut. Ein letzter Schritt fehlt noch. Richtig. Streusel obendrauf. Schau nur, wie bunt die sind. Das gehört ganz dir, Sophia. Und ich hätte das Glas fast weggeschmissen. So clever, Emma. Hey, hast du was zu essen bestellt? Ja, und zwar das Beste, was es gibt. Heiße, knusprige Nuggets. Oh, schau dir das an. Riecht noch besser, als es aussieht. Boah, nicht übel. Da fehlt nur noch was. Sei so lieb und hol mir den Ketchup, ja? Hä? Wer ruft denn da an? Oh. Hi, Sophia. Wolltest du das hier? Ich mach's für dich auf. Echt jetzt? Ja, für dich mache ich doch alles. Ach, gern geschehen. Dafür verdiene ich jetzt aber auch einen. Was, noch einer? Na gut. Zufrieden? Boah, die ist echt unglaublich. Was bin ich denn, ein persönlicher Ketchup-Spritzer? Wie wär's damit, ha? Jetzt kommt das große Finale. Man kann nie genug Ketchup haben, stimmt's? Ich muss auflegen. Jetzt alles gut durchschütteln. Was? Okay. Eigentlich ist das gar nicht so doof. Und ich muss nicht mehr ständig Ketchup drauf tun. Gib das her. Schließlich habe ich die Arbeit getan. Hm, köstlich. Oh, das schmeckt echt lecker. Habe ich doch gesagt. Guter Trick. Oh, danke. Ketchup ist echt das beste Gewürz. Was ist das denn? Hey, ich muss heute Abend Abendessen machen? Oh, Mutti kommt schon nach Hause. Denk nach, Lizzie, denk nach. Oh Mann, soll ich Nudeln machen? Damit geht's schnell. Nimm eine Tasse und mach trockene Nudeln und Wasser rein. Dann ab in die Mikrowelle. Komm, schnell. Oh, geht das nicht schneller? Ui, oh, ganz schön heiß. Die Nudeln sind durch, siehst du? Jetzt ein bisschen Milch und Käse dazu. Durch die Hitze verschmilzt ja alles. Sieht doch lecker aus, oder? Nudeln mit Käse in 0,nix. Willkommen zu Hause, Mama. Oh, Käsepasta, mein Lieblingsessen. Sieht köstlich aus, Kleines. Ach, und schmeckt auch vorzüglich. Ich habe nur von der Besten gelernt. Guten Appetit, Ladies. Ah, zum Glück ist es Zeit fürs Mittagessen. Oh, ich denke schon seit Stunden an dieses Sandwich.
Oh, das könnte ich echt den ganzen Tag essen. Hm. Oh, ein bisschen mehr wird nicht schaden. So. Ah, macht euch bereit, Geschmacksknospen. Es wird lecker. Hey, Mann, du sollst da drin bleiben. Oh, ich hasse es, wenn es klebrig wird. Ah. Oh, ich habe vergessen, dass ich die da reingemacht habe. Oh, wenn du ein überlaufendes Sandwich hast, versuch's mal mit diesem Hack. Verteile den Aufstrich wie gewohnt. Lege dann den zweiten Toast darauf. Und schneide den Rand ab. Drücke mit einer Gabel alle Kanten herunter. Du kannst ruhig ein bisschen fester drücken. Jetzt nimm deine kleine Tasche und steck sie in den Toaster. Und wenn das Ganze fertig ist, lass es eine Minute abkühlen. Dann schneide den Toast durch die Mitte. Und voilà! Ach, genießen ganz ohne Kleckern. Filmabende sind super. Solange man genug Snacks hat. Hier. Bin ich jetzt fürs Nachfüllen zuständig? Lass Kevin Nachschub holen. Du siehst heute Abend echt toll aus, Kevin. Oh, versteh schon. Ich soll nachfüllen. Ich werde meinen Lieblingsteil verpassen. Was ist das denn? Nee. Oh, das ist perfekt. Hey, was ist denn mit dem Ding los? Was soll ich denn jetzt machen? Ist hier noch was anderes Leckeres? Oh, ich glaube, damit kann ich arbeiten. Für einen tollen Snack kannst du Schokolinsen mit Popcornkernen in einer Pfanne vermischen. Dann lehne dich zurück und genieße die Show. Zucker und Salz kreieren einen Wahnsinns-Snack. Und wenn die Körner erstmal anfangen zu poppen, weißt du, dass sie fast fertig sind. Ist das Glas abgekühlt? Dann dreh die Schale einfach um. Ziemlich einfach, oder? Immer noch hungrig? Bitte sehr. Kevin? Oh Mann, das war so lustig. Und dann hat er dieses seltsame Geräusch gemacht. Das hörte sich an wie ein Grunzen. Hey, hörst du mir überhaupt zu? Na, scheinbar nicht. Cooler. Zeit, eine durchzuschütteln. Das sollte reichen. Oh, das wird lustig. Och, nein. Och, überall Cola. Oh ja, genau so stelle ich mir das vor. Hey, ich habe eine Cola für dich. Und jetzt schnell die Kamera in Position bringen. Ich schnipp noch ein bisschen gegen die Dose. Danke für die Cola. Och Mann, die ist nicht explodiert. Das ist enttäuschend. Warum hat es denn nicht geklappt? Ich probiere das mal mit meiner. Okay, ich habe sie geschüttelt und jetzt schnipp ich mal dagegen. Hoffentlich explodiert die nicht. Das hat funktioniert. Boah, Schnippen funktioniert. Ja, du wolltest mich echt mit einer geschüttelten Dose reinlegen. Ach, egal. Trink einfach deine Cola. Hallo zusammen. So sehen heute meine Haare aus. Oh, hi Tina. Kekse. Der wird lecker. Au. Was ist denn da los? Warum isst du denn nicht den Keks? Ja, ich hätte mir beim Abbeißen beinahe den Zahn abgebrochen. Ah ja, der Keks ist steinhart.
Mann, da muss es doch was geben, was wir machen können. Hey, schau, wir nehmen einfach diesen Hammer hier. Ja, ich werde dem Keks eine Lektion erteilen. Hä? Der ist nicht kaputt gegangen. Das war's. Mann, den Keks, den mache ich fertig. Eine Säge, gute Idee. Ja, das wird ein tolles Video. Oh, Mann, Sägen ist harte Arbeit. Soll das ein Witz sein? Der ist ja immer noch ganz. Das ist wohl eine Art Superkeks. Okay, Zeit für drastischere Maßnahmen. Ja, jetzt kommt die Kettensäge. Wow, hier fliegt eine Menge rum. So, ich bin fertig. Nee, der Keks ist unbesiegbar. Ich denke, der Keks hat uns offiziell besiegt. Warte, Martina. Schau dir das an. Oh, die haben die harten Kekse in ein Glas Milch gelegt. Und dann haben die da Keksbrei draus gemacht. Ja, dieser Keks bekommt eine Milchbehandlung. Ins Glas damit. Und jetzt Milch dazu. Das ist die perfekte Menge. Und jetzt kommt der Löffel zum Einsatz. Zerdrücke den Keks, bis sich die Krümel mit der Milch vermischt haben. So, jetzt zur Mikrowelle. Stell den Keksbrei rein und schalte die Mikrowelle ein. Jetzt wird er garen. Alles klar. Jetzt zum fertigen Produkt. Schau, das ist ein kleiner Kekskuchen. Ich gebe noch ein bisschen Puderzucker obendrauf und Streusel. Und jetzt sieht das echt schön aus. Lass uns essen. Wow, das ist echt ein Kekskuchen. Und noch ein paar Streusel obendrauf. Emma wird diesen Geburtstagskuchen lieben. Ich glaube, das ist der beste Kuchen, den ich je gemacht habe. Oh, hey, schau einer diesen Kuchen an. Den muss ich mal probieren. Ja, mega lecker. Du kommst mit mir her, Kuchen. Ah, Thomas, stopp! Oh, nein! Mein Kuchen. Tut mir leid, ich kann das reparieren. Schau, so gut wie neu. Das ist kein Kuchen, das ist ein Kuchenberg. Nein, nicht weinen, schau, eine Kerze und alles. Das soll der Kuchen für immer sein und jetzt ist er komplett ruiniert. Oh Mann, ich wollte den Kuchen nicht ruinieren. Ha, sie hat noch ein paar Zutaten hier. Ich glaube, ich weiß, was zu tun ist. Zeit, etwas Schokolade mit diesem Föhn zu schmelzen. Das sieht lecker aus, aber das kann ich nicht essen. Noch nicht. Okay, das ist fertig. Jetzt zu den Mini-Marshmallows. Ich schütte sie einfach in die Schokolade. Mische alles gut durch, bis alles mit Schokolade bedeckt ist. Sieht fast wie ein leckeres Süßigkeiten-Müsli in Schokomilch aus. Zeit, alles in die Kuchenform zu geben. Perfekt, passt perfekt. Ich bedecke es noch mit Streuseln, um etwas Farbe zu verleihen. Cool, ich bin echt gut darin. Jetzt, wo sie abgekühlt sind, sind sie bereit zum Verzehr. Ich habe Schoko-Marshmallow-Riegel gemacht. Die Kerze ist das Sahnehäubchen. Wow, wie hast du das gemacht? Tut mir leid wegen dem Kuchen, das ist für Emmas Party. Das ist großartig. Komm schon, lass uns zur Party gehen. Eines der besten Dinge am Sommer sind Maiskolben. Vicky, das Essen ist fertig, komm schon. Oh, du hast Mais gemacht? Da greife ich zu. Oh oh, wir haben ein Problem. Es ist wahrscheinlich am besten, wenn ich es lasse. Mein Kieferorthopäde würde mich umbringen.
Oh, du kannst keinen Mais mit mir essen? Ja, nicht mit diesem Metallmund. Oh, das ist nicht fair. Tut mir leid. Willst du einen von denen? Die sind gut. Ja, kein Maiskolben, das ist sicher. Und es hat nicht die gleiche Saftigkeit. Sieht nur, wie sie abbeißt. Ach ja, mir bleibt nur der Spieß. Aber vielleicht ist er mir nützlich. Mal sehen. Was ist, wenn ich den Spieß ganz durchstecke? Ha! Ich kann die Kerne einfach abziehen. Oh ja! Wow! Du brauchst keine Zahnspange, um diesen Heck zu würdigen. Bella, dir klebt da ein bisschen was zwischen den Zähnen. Schön, dieser Mädelsabend läuft richtig gut. Oh, hey, wer ist das? Was? Alex will Schluss machen? Was habe ich gemacht? Ich bin die beste Freundin aller Zeiten. Er hat mir gesimst, siehst du? Ich kann nicht glauben, dass es vorbei ist. Ich verdiene es nicht. Oh, Gott sei Dank habe ich Eis. Ah, die Löffel. Es ist alles in Ordnung. Du musst nur dein Gesicht abtupfen, okay? Hier, nimm den Löffel. Ist gut. Wie lange sind das schon eingefroren, Bella? Nichts läuft in meinem Leben richtig. Ich kann das reparieren. Schmilzeis, Schmilz. Ich glaube, ich weiß, was funktionieren wird. Etwas Wasser. Au! Oh, das ist heiß. Ja, das ist genau das, was wir wollen. Das Eis einfach in das heiße Wasser tauchen. Das sollte reichen. Vicky wird in 0,0 Erleichterung bekommen. Ja. Cremige Süße. Genau richtig. Hier, bitte, Vic. Iss so viel, wie du willst, okay? Das ist die Vollfettversion. Hier, nimm auch was davon. Mit diesem Eis geht's dir im Handumdrehen besser. Wow. All das macht mich echt hungrig. Die hier könnte nicht besser aussehen. Nun, vielleicht mit Schokolade obendrauf. Komm zu Mama. Immer noch hungrig. So schokoladig. Ich bekomme einfach nicht genug davon. Das ist so lecker. Upsi, ich wisch das mal kurz ab. Ach, mir egal. Das schmeckt einfach zu gut. Hä? Die Erdbeeren sind schon leer. Ich hasse, wenn das passiert. Was läuft hier denn? Oh, ich hasse Werbung. Was ist das denn? Das war doch mit Sicherheit Emma. Oh, selbst die Tücher sind versaut. Jetzt bin ich schmutziger als zuvor. Moment mal. Ja, das hätte ich wissen müssen. Oh, ich weiß gar nicht, was ich zuerst sauber machen soll. Hi, Thomas. Lust auf Erdbeeren? Emma, stopp. Bitte. Es gibt einen einfacheren Weg. Stecke den Strohhalm durch, bis sich der Stamm löst. Jetzt hast du ein Loch, siehst du? Und nun zum besten Teil. Nimm etwas Schokolade mit der Spritze auf. Diese Menge sollte reichen. Dann ist es Zeit, alles zu injizieren. Aufgefüllt. Ganz ohne Chaos. So cool. Und so einfach. Lecker.
Das ist die perfekte Menge an Schokolade. Gern geschehen. Ich würde alles anschauen, was sich um Superhelden dreht. Hey, ich auch. Wollen wir essen? Diese Pasta sieht so lecker aus. Nun, welche zuerst? Eine Gabel funktioniert nicht richtig. Ich benutze meine Hände. Ach, diese Schale sitzt echt fest, was? Nein! Hä? Hast du wieder was zu essen bestellt? Oh, tut mir leid. Ich glaube, Emma hat nichts bemerkt. Versuchen wir das nochmal. Komm schon, geh einfach ab. Das ist doch bescheuert. Wow. Etwas Kleingeld. Danke, meine Dame. Was? Ist das eine Garnele? Nun, heiliger Bimbam, ja. Wer würde sowas bitte tun? Ich will nur Bargeld, nichts anderes. Ist das Garnelensaft? Das war interessant. Blöde Schale. So, rein mit dir. Sie hat keine Ahnung, warum ich lache. Es ist noch nicht vorbei. Ich werde dich essen und wenn es das Letzte ist, das ich tue. Brauchst du Hilfe? Nimm einfach deine Gabel und verwende die Zacken, um die Schale zu entfernen. Dann kannst du ihn einfach schälen. Total einfach, oder? Und sieht auch richtig lecker aus. Bitte sehr. Du bist der Garnelenflüsterer. Oh, das ist so lecker. Danke. Schön, dieser Mädelsabend läuft richtig gut. Oh, hey, wer ist das? Was? Alex will Schluss machen? Was habe ich gemacht? Ich bin die beste Freundin aller Zeiten. Er hat mir gesimst, siehst du? Ich kann nicht glauben, dass es vorbei ist. Ich verdiene es nicht. Oh, Gott sei Dank habe ich Eis. Hör die Löffel. Es ist alles in Ordnung. Du musst nur dein Gesicht abtupfen, okay? Hier, nimm den Löffel. Ist gut. Wie lange ist das schon eingefroren, Bella? Nichts läuft in meinem Leben richtig. Ich kann das reparieren. Schmilzeis, Schmilz. Ich glaube, ich weiß, was funktionieren wird. Etwas Wasser. Au! Oh, das ist heiß. Ja, das ist genau das, was wir wollen. Das Eis einfach in das heiße Wasser tauchen. Das sollte reichen. Vicky wird in 0,x Erleichterung bekommen. Ja. Cremige Süße. Genau richtig. Hier, bitte, Vic. Iss so viel, wie du willst, okay? Das ist die Vollfettversion. Hier, nimm auch was davon. Mit diesem Eis geht's dir im Handumdrehen besser. Ja, wir reden später. Oh, dieser Saft ist echt gut. Ah. Hey, Vicky. Oh, ich glaube, ich war noch nie so durstig. Kannst du mir ein bisschen Saft einschenken? Ja, sieht aus, als hätte ich den letzten getrunken. Sorry, Vicky, aber erst alle. Oh, aber ich bin so ausgetrocknet. Ja, ich weiß nicht, wie ich helfen kann. Äpfel? Oh, halte durch, Vicky. Ich rette dich. Ich brauche nur ein bisschen Zeit, okay? Leg zuerst ein paar Äpfel in den Gefrierschrank. Gib ihnen einfach ein bisschen Zeit. Mach noch deine Sachen fertig, okay? Sie wird mir später danken. Und jetzt warte ich. Musik vertreibt immer die Zeit. Ich schlage dich nieder, Herr Apfel. Es wird Zeit.
Wie geht's euch da drin, Äpfelchen? Ja, der ist gefroren. Sobald er aufgetaut ist, wirst du bemerken, dass er etwas weicher ist. Das bedeutet, es wird Zeit zum Entsaften. Und das mit den bloßen Händen. Oh, schau dir all den leckeren Saft an. Es geht doch nichts über frischen Apfelsaft, oder? Vicky wird ihn lieben. Prost auf mich. Ach du meine Güte, Bella. Oh, der sieht so lecker aus. Ich liebe frisch gepressten Saft. Oh, das ist das Erfrischendste überhaupt. Wir werden nie wieder im Laden Saft kaufen. Ich werde sie mit diesem leckeren Abendessen umhauen. Besonders wichtig sind die frischen Zutaten. Oh. Riecht, als wäre das Huhn fertig. Sowas von lecker. Ja, ein bisschen trockener als beabsichtigt. Es schmeckt bestimmt trotzdem gut. Ich denke, ich krieg das irgendwie hin. Warum ist der Timer nicht losgegangen? Oh, du hast das mit Absicht gemacht, du blöder Wecker. Ich muss schnell nachdenken. Oh, ich hab's. Ich bin genial. Hallo? Ich möchte eine Bestellung aufgeben. Danke. Oh, so schnell. Vielen Dank. Oh, das riecht viel besser als meins. Ist das nicht ein Prachtstück? Und auf meinem Teller sieht es aus wie meine Kreation. Oh, mein Gast. Hier riecht's aber gut. Oh, für mich? Den habe ich selbst gemacht. Ist heiß, pass auf. Ja, ein bisschen kleckrig, ja? Das kannst du aber laut sagen. Ich denke, ich habe genug. Aber es hat gut geschmeckt. Hey, ich zeig dir mal einen Trick. Bereit? Nimm eine Tortilla und schneide sie halb ein. Genau so. Dann leg auf jedes Viertel verschiedene Zutaten. Das können Toppings oder Gewürze sein. Falte dann jedes Viertel so. Eins nach dem anderen. Und das letzte. Perfekt. Jetzt ist es total kleckerfrei. Hier. So lecker, stimmt's? Du wirst Tortillas nie wieder anders essen. Oh, kaum zu glauben, wir haben den letzten Kuchen bekommen. Oh, ich hoffe, er gefällt ihm. Hast du das gehört? Nee, da war nichts. Oh, fast hätte ich's vergessen. Partyhüte und der letzte Schliff. Oh, schönes Poster, oder? Und durchdachte Details sorgen für die Partyatmosphäre. Limo steht bereit. So gut wie fertig. Oh, das sieht alles so toll aus. Oh, noch eine Sache. Wir zünden auch gleich die Kerzen an. Hörst du ihn kommen? Boah, wir müssen verschwinden. Nein, hier lang. Oh, nein, der Kuchen. Oh, ich habe ein Stück davon abgeteilt. Was ist denn hier los? Oh, es ist alles für mich. Happy Birthday! Wow! Löffel? Kuchen im Glas, was für ein Genuss! Ihr seid so kreativ! Ja, Prost! Ja, wie sich rausstellt, ist Kuchen im Glas ein Hit. Filmabende sind super. Solange man genug Snacks hat. Hier. Bin ich jetzt fürs Nachfüllen zuständig? Lass Kevin Nachschub holen. Du siehst heute Abend echt toll aus, Kevin. Oh, versteh schon. Ich soll nachfüllen. Ich werde mein Lieblingsteil verpassen. Was ist das denn? Nee. Oh, das ist perfekt. Hey, was ist denn mit dem Ding los?
Was soll ich denn jetzt machen? Ist hier noch was anderes Leckeres? Oh, ich glaube, damit kann ich arbeiten. Für einen tollen Snack kannst du Schokolinsen mit Popcornkörnern in einer Pfanne vermischen. Dann lehne dich zurück und genieße die Show. Zucker und Salz kreieren einen Wahnsinns-Snack. Und wenn die Körner erstmal anfangen zu poppen, weißt du, dass sie fast fertig sind. Ist das Glas abgekühlt? Dann dreh die Schale einfach um. Ziemlich einfach, oder? Immer noch hungrig? Bitte sehr. Kevin? Ah, zum Glück ist es Zeit fürs Mittagessen. Oh, ich denke schon seit Stunden an dieses Sandwich. Oh, das könnte ich echt den ganzen Tag essen. Hm. Oh, ein bisschen mehr wird nicht schaden. So. Ah, macht euch bereit, Geschmacksknospen. Es wird lecker. Hey, Mann, du sollst da drin bleiben. Och, ich hasse es, wenn es klebrig wird. Ah. Oh, ich habe vergessen, dass ich die da reingemacht habe. Oh, wenn du ein überlaufendes Sandwich hast, versuch's mal mit diesem Hack. Verteile den Aufstrich wie gewohnt. Lege dann den zweiten Toast darauf. Und schneide den Rand ab. Drücke mit einer Gabel alle Kanten herunter. Du kannst ruhig ein bisschen fester drücken. Jetzt nimm deine kleine Tasche und steck sie in den Toaster. Und wenn das Ganze fertig ist, lass es eine Minute abkühlen. Dann schneide den Toast durch die Mitte. Und voilà! Ach, genießen ganz ohne Kleckern. Du lernst immer noch, Lana? Vicky? Ich bin am Verhungern. Aber ich kann nicht mit dem Lernen aufhören. Na, ich glaube, ich kann dir was zaubern. Was ist ein guter Lernsnack? Was haben wir denn hier? Oh, entweder ganz oder gar nicht, richtig? Oh, Gott sei Dank gibt's diese süßen Limos. Was zum... Kochst du für eine vierköpfige Familie, Vicky? Ich habe doch nur nach einem Snack gefragt, oder? Ja, Vicky misst Zutaten auf ihre eigene Art. Wow, ich habe es auf jeden Fall übertrieben. Das stehe ich nicht nochmal durch. Hey, ich zeig dir einen Trick. Diese Flasche ist das perfekte Messwerkzeug. Das ist genug für eine Portion. Rein damit. Zweifel gehören der Vergangenheit an. Aber wir sind noch nicht fertig. Etwas Soße und Dekoration sind unbezahlbar. Kaum zu glauben, dass das dieselbe Menge ist. Dieser Trick ist ein absoluter Gamechanger. Hey, Milch ist im Kühlschrank. Aber nur weil sie kalt ist, heißt das nicht, dass sie nicht verdorben ist. Oh, das ist der schlimmste Geschmack ever. War's so schlimm? Ja, das Zeug ist widerlich. Ich gehe schnell zum Laden, okay? So, da bin ich wieder. Und ich habe sämtliche Ablaufdaten gecheckt. So muss Milch schmecken. Oh, kannst du die hier lassen? Wenn du nicht willst, dass sie schlecht wird, streu ein wenig Salz hinein. Okay, ein bisschen mehr Salz. Das ist aber schon ein bisschen seltsam. Du kannst dich später bei mir bedanken, Vic. Okay, los geht's.
Oh, Zeit für die wichtigste Mahlzeit des Tages. Ist sie noch gut? Oh, schmeckt in Ordnung. Ich schulde Lana ein großes Dankeschön für diesen Trick.